Oder wo ist der Bazar? Da oben. Okay, wir gehen hierher. Das scheint mir irgendwie... Ja, möchte ich. Ist, glaube ich, der Punkt, der am nächsten dran ist. Suchen wir dann jetzt wieder einen Masjaf-Schlüssel oder nicht? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Oder treffen wir uns wieder mit Sophia? Okay, wir haben zumindest mal die Hälfte der Strecke geschafft. Das ist ja schon mal etwas. Oh, ich muss gleich niesen. Ich werde versuchen, es zu unterdrücken. Ich hasse Niesen. Niesen ist voll widerlich, finde ich. Und deswegen habe ich es erfolgreich verdrängt. Das ist gut. Da bleiben die Bakterien schön bei mir. Okay, hier ist gar kein Meer, wie ich dachte. Hier ist einfach nur noch nicht erforscht. Ich gehe mal ganz kurz da hoch zum Aussichtspunkt. Einfach damit wir hier auch alles schon gesehen haben. Da drüben läuft ein Wachmann rum. Ich habe ihn gesehen. Vielleicht schaffen wir es ja hoch, bevor er uns sieht. Ja, so halb irre, würde ich sagen. Halb irre. Ezio ist halb irre. Halb Italiener, halb irre. Kommt man da hoch? Nö. Ist das jetzt wieder sowas, wo man rätseln muss, wo man hochkommt? Nö. Okay. Scheint ganz gut zu funktionieren, zum Glück. Diese Turmbaukunst auch wieder. Die Dinger so verschnörkelt zu bauen. Und diese Mittelstreben, oder wie auch immer man die nennen mag, immer unterbrechend zu bauen. Eine wahre Kunst. Gehst du mal hoch? Ah, jetzt. Da oben drauf. Ah, doch, siehst du, da ist was. Zum Glück schaue ich immer. Ein Admiral eliminieren war erfolgreich eine Mission. Das Ding steckt in der Turmspitze drin, okay. So, wieder schön vorsichtig nach unten. Blub, blub, blub. Ich bin extra so runtergegangen, weil ich auf gar keinen Fall unten im Heuhaufen landen wollte. Man weiß ja nie, was der Herr macht. Und einmal synchronisieren. Und in den Rosenbusch, in den Dornenrosenbusch. Das ist aus taktischen Gründen. Zurzeit. So, dann, wenn wir schon mal hier sind, verschwindet ihr Bettlerinnen. Sag uns, wer dahinter steckt. Tada! Sie wird euch gar nichts sagen, meine Herrschaften. Sie wird euch gar nichts sagen. Mädel, geh mal weg. So. Meine Dame. Ihr seid nicht allein, Arkadashim. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Wir können jeden gebrauchen, den wir kriegen können. Theodora Varana ist jetzt mit einer Assassinin. Theodora. Interessanter Name. Oh, und die Bank ist voll. Haben wir hier irgendwo in der Nähe eine Bank? Wenn uns das gerade schon so schön angezeigt wird, da hinten, hier, die müssen wir wahrscheinlich erstmal befreien, aber ich guck mal noch schnell, weil Geld ist wichtig. Auch im Spielen. Entschuldigung, wollte ich nicht. Da oben sehe ich ein Fragment, das nehmen wir gleich mal mit. Damit wir dann hoffentlich, wenn wir die Story durch haben, auch alle Erinnerungen von Desmond spielen können. Ich glaube, die werden noch mal ganz schön schwer. Ich erinnere mich, die waren am Anfang relativ einfach. Aber später sind die nicht mehr ganz so einfach gewesen. So habe ich das in Erinnerung. Oh, wir hätten hier irgendwie runtergemusst. Geht er erstmal runter? In die Hölle wahrscheinlich. Treffe ich denn diesen Heuhaufen dort? Tatsächlich. Du bist ein Schwarzmarkthändler, den brauche ich jetzt nicht. Ich bräuchte hier einen Arzt.
ja, kaufen. Und auf mysteriöse Weise verschwanden die Holzbarrikaden und ein Mann stand in diesem Laden. Hier erfahrt ihr Heilung, die neuesten Pharmaka... Hey, du. Ich brauch da mal so ein paar Dinge von dir. Ein bisschen Medizin und ein bisschen Gift. Schnell wirkendes Gift. Wir haben kein Geld mehr. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Ja, ja, mache ich. So, wo ist denn jetzt der Bankmensch? Ist er hier in diesem Durchgang? Hua! Hier ist er schon mal nicht. Boah, das hasse ich, dass es immer so schwierig ist, die Läden hier zu finden. Irgendwo hier muss er ja sein. Oder vielleicht auch nicht. Hier. Ah. Haben wir jetzt überhaupt noch genug Geld? Ah, warte, ist der Buchladen? Da. Haben wir noch genug Geld, den jetzt zu kaufen? Das wäre echt doof, wenn es nicht so wäre. Ah ja, reicht noch. Du. Bank gebaut. Und damit auch gleichzeitig wieder das Einkommen von Konstantinopel generell gesteigert. Geld abheben. So, damit haben wir wieder genügend. Höchst lukrativ. Dann gehe ich doch gleich mal noch hier den Buchladen kaufen. Irgendwo hier muss es doch bestimmt auch einen Schmied geben. Nach dem gucke ich auch gleich noch. Wieder eine Mission erfolgreich. Ich bin stolz auf unsere Leute. Schnäppchenjäger. Ich bin jetzt kein Schnäppchenjäger, tut mir leid. Ich bin in wichtigen Missionen unterwegs. So, hier haben wir noch einen Schmied. Wir zwei Versionen von Aristophanes gesammelten Werken. Ich brauche keine zweifache Ausgabe von Aristophanes gesammelten Werken. Ich weiß nicht mal, wer das ist. Ah, da unten. Kann ich meinen Augen? Ja, du bist zu müde. Trau deinen Augen lieber nicht. Hört man eigentlich die Gespräche der Menschen auf YouTube? Ich glaube nicht. Ich glaube, dafür sind die zu leise. Oh, wir werden etwas gesucht, sehe ich gerade. Ich habe nur die höchste Qualität. Gewinn! Okay, wenn wir Läden kaufen, werden wir also mehr gesucht. Das wusste ich noch gar nicht. Oh, guck mal. Ah, das ist 1-1-1. 1-1. 1. Nehmen wir erstmal die. Die sind aber ganz schön teuer. Mist, hätte ich erstmal früher gewusst. Okay. Dann auf Wiedersehen. Ja, ich weiß, wir werden gesucht. Da vorne ist ein Zeuge. Mal sehen. Kriegen wir den so einfach? Mit einer Bombe dürfte es auch ganz einfach funktionieren. Piu! Ja, gut, da war jetzt die Frau dabei. Entschuldigung. Guck mal, ein Tanzfestival. Yay, los, tanzt mit. Tanz mit, komm, tanz mit mir. Was soll das denn? La 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 la. Vergiftet. Los, leg dich mit hin. Beschütze mich. Hier sind schon alle in der Schockstarre, glaube ich. So, ich nehme mal hier die Sachen, die ihr so habt. Ne, ihr braucht die jetzt ja nicht mehr. Ein bisschen Phosphor und ein Wurfmesser. Das ist gut. Wurfmesser brauchen wir. So, dankeschön, die Herrschaften, dankeschön. Ich gehe jetzt noch mal kurz hier lang. Ich möchte noch den Schneider da drüben freikaufen. Ich weiß, ich wollte zur Mission gehen. Ich gehe ja auch gleich. Moment. Es ist gleich soweit. Sei nicht so ungeduldig. Hallo. So. Ups, falsche Taste. So. Einmal gekauft. Da freuen sich alle. Jetzt können sich die Leute hier auch wieder neue Kleidung kaufen.
Man nennt mich nicht umsonst den Djinn. Ja, quatsch nicht so viel, zeig mir mal lieber, was du hast. Ja gut, wir haben jetzt halt kein Geld mehr. Brauche ich eigentlich auch gar nicht gucken. Ich mache mal noch schnell die Markierung von der Krabbe weg. Das irritiert das. Jetzt ist sie weg. Okay. Jetzt aber wirklich. Jetzt gehen wir los zur Mission. Was auch immer wir machen müssen, ich weiß es noch nicht. Aber es werden bestimmt ganz wichtige Assassinenaufgaben sein. Da oben haben wir noch einen Marktschreier. Entschuldigung, das muss sein. Das werden wir gesucht. Dem hört eh niemand zu. Hey du! Erzähl irgendeinen Mist. Da haben wir noch meinen Augenzeugen. Oh, Moment, ich muss husten. Den können wir... können ihn erschießen. Mist. Ich sitze hier, siehst du doch. Tust du niemals sitzen, oder was? Ich war's nicht. Macht's gut. Okay, die verfolgen uns gar nicht so lange. Naja, ist ja auch gut. Auf das Schiffchen. Müssen wir jetzt etwa wegfahren? Hallo? Drücke B zum Reden. Ja, mit wem denn? Hier ist niemand. Wir reden wahrscheinlich mit einem Geist. Es tut mir leid, falls ich heute zwischendurch immer mal ganz kurz leise bin. Ich muss halt andauernd gehen. Ich weiß nicht wieso. Naja, ganz so nach Reden sieht das jetzt aber nicht aus. Ein Hinweis der Polo-Bücher führt erst hier zum Mädchenturm. Ah, durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Beschaffen Sie den Masjaf-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Hört sich erstmal leicht an, wird es aber wahrscheinlich nicht sein. Aber das heißt schon mal, wir dürfen die Leute töten. Falls hier irgendwelche Leute sind. Oh, es ist das Zeichen der Assassinen. Was werde ich denn tun? Es sieht aus wie ein Rätsel. Da führt ein Seil lang. Was muss ich tun? Ja, was muss ich tun? Wir dürfen da nicht rein. Ezio, da ist Wasser. Nur, dass du es weißt, Ezio, wir sollen da nicht lang. Da ist Wasser. Oh, da ist das Wasser weg. Wo ist das Wasser hin? Ah, da oben ist der Schlüssel. Oh nein, ich erinnere mich daran. Ah. Ja, es wird hier tatsächlich nicht einfach sein, nicht ins Wasser zu fallen. Ich glaube, ich erinnere mich. Es war nicht schön. Das war noch auf Zeit. Na, das wird ja immer toller. Nein. Geh nicht wieder zu. Aua. Das wird alles auf Zeit sein. Wetten.
denn sowas?